Das, was sich da gerade in Hamburg anzubahnen scheint, scheint wohl ein Debakel für die SPD, die Grünen und die FDP zu werden. Hi, mein Name ist Melvin und ich bin 19 Jahre alt und ich interessiere mich für Politik und gesellschaftliche Themen. Diese Umfrage aus Hamburg, die der NDR durch Infratest DIMA durchführen lassen hat, ist ziemlich krass. Denn alle Parteien der ehemaligen Ampelregierung verlieren sehr, sehr stark in dieser Umfrage. Aber es gibt eben auch eine Partei, die bei dieser Umfrage sehr hervorsticht. Doch ganz kurz erstmal hier die Umfrageergebnisse, falls ihr die noch nicht kennt. Die SPD kommt bei dieser Umfrage auf 30%. Das wäre ein Minus von 9,2%. Die Grünen auf 21%, ein Minus von 3,2%. Die CDU auf 19%, ein Plus von 7,8%. Die AfD auf 9%, ein Plus von 3,7%. Die Linkspartei auf 6%, ein Minus von minus 3,1%. Das BSW auf 4%, Zuwachs von 4%. Die FDP nur noch auf 3%, ein Minus von 1,9%. Volt auf 3%, ein Plus von 1,7%. Und andere Parteien auf 5%. Takeaways dieser Umfrage sind also, die Ampelparteien verlieren gewaltig in der linken Stadt Hamburg. Sie haben dort anscheinend einen freien Fall, so wie auch im Bund. Und vor allem davon profitieren können vor allem die CDU und auch die AfD, die man ja in Hamburg schon tot gesagt hat, wo man vor Jahren gesagt hat, diese Partei wird dort im nächsten Landtag bzw. Bürgerschaft, heißt es ja, nicht mehr vertreten sein. Und dieser Trend scheint doch zu belegen, dass man in Hamburg eventuell Politik anders haben möchte. Und was dieser Trend auch noch zeigt, übrigens in Bezug auf die FDP, dass man, obwohl man in der Hansestadt bei der Europawahl 7% geholt hat, anscheinend jetzt sehr, sehr große Probleme bekommen wird, dort wieder neu einzuziehen. Denn beim letzten Mal hat man es ja nicht geschafft. Und eine andere Partei macht da die FDP große Konkurrenz. Und übrigens auch dem BSW. Und das ist Volt. Volt ist ja eine Partei, die bei der Europawahl mit 2,7% bundesweit jetzt nicht viel, so viele Stimmen abbekommen hat, wie eben andere Parteien, wie zum Beispiel die FDP oder das BSW oder die AfD oder die Grünen. Aber diese Partei, die ja sehr, sehr links ausgerichtet ist, mit einem sehr europapolitischen Profil und auch einem sehr linken Profil, scheint zum Beispiel jetzt in Hamburg auf einmal mehr Zustimmung zu bekommen. Das ist auch so eine Sache, die eventuell sehr spannend werden könnte, weil klaut dann Volt zum Beispiel auch Stimmen von Grünen oder der SPD oder vielleicht auch vom BSW, weil das vielleicht nicht reinschafft. Das ist sehr spannend zu sehen, aber auch, und das ist auch sehr interessant, die SPD und die Grünen werden keine Zweidrittelmehrheit wahrscheinlich, Stand jetzt, in 4 Monaten wird gewählt, in der Hamburger Bürgerschaft haben. Das heißt, sie werden Änderungen, die sie gerade so einfach machen können, nicht mehr umsetzen können. Denn die Sitzverteilung wird Stand jetzt wie folgt aussehen. Da kommt die SPD nur noch auf 43 von 121 Mandaten, die Grünen auf 29, die CDU auf 27, die AfD auf 13 und die Linkspartei auf 9. Aktuell haben Rot-Grün im Hamburger Senat eine Zweidrittelmehrheit. Die haben sie dann wahrscheinlich nicht mehr. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, mit anderen Parteien bei bestimmten Änderungen zusammenzuarbeiten. Was gut ist, denn eine Regierung oder eine Landes- oder sei es eine Stadtregierung sollte niemals Dinge einfach so ändern können, nur durch ihre Mehrheit. Und das bedeutet, dass Hamburg anscheinend sich, zumindest was die Politik angeht, wahrscheinlich verändern wird. Und das sollte eigentlich etwas Gutes sein und das sollte man nicht schlecht reden. Und davon profitieren anscheinend neben CDU und AfD auch eben relativ linkere Parteien wie Volt.